Heute wieder von einem anderen Ort. Guten Tag. Boah, das zieht sich ganz schön, die Dschungelbücher, muss ich sagen. Wo mache ich dran? Okay. Des Königs Schatz bedarf eines neuen Wächters, sagte er ernst. Tu, das heißt verdochte. Du hast ausgedient. Renne hin und her. Tu, belustige uns. Geschändet bin ich. Töte mich, zischte die weiße Kobra. Zu viel war schon von Töten die Rede. Jetzt wollen wir gehen. Das sind dornenspitzige Dinge, nehme ich mit. Tu, denn ich kämpfe mit dir und hab dich überwältigt. So sieh denn zu, dass das dornenspitze Ding nicht dich tötet. Es ist der Tod, vergiss nicht, der Tod. In dem Ding ist genug, um allen Menschen in meiner Stadt den Tod zu bringen. Nicht lange wirst du es behalten, Dschungelmensch, noch der, der es von dir nimmt. Töten, töten und töten werden sie es um des Dinges willen. Verdocht ist meine Kraft, aber der Ankus wird mein Werk für mich tun. Er ist der Tod. Der Tod, der Tod. Mowgli kroch durch das Loch in der Mauer. Als letztes sah er noch, wie die weiße Kobra wutentbrannt ihre verdochten Giftzähne in die starren, goldenen Gesichter der Götter schlug, die auf dem Boden herumlagen und dabei zischte: Er ist der Tod! Wie erlöst waren sie beide, als sie wieder das Tageslicht erblickten. Heimgekehrt zur eigenen Dschungel ließ Mowgli den Ankus im Morgenlicht glitzern und freute sich fast so darüber, als wenn er sich ein Bündel frischer Blumen ins Haar gesteckt hätte. Heller glänzt er als die Augen Bagheeras, sagte er, den Rubin drehend und wendend. Zeigen will ich es ihnen. Aber was meinte die weiße Haube, als sie vom Tode sprach? Ich kann es nicht sagen, antwortete K. Traurig bin ich bis in die Spitze meines Schwanzes, dass sie nicht ein Messer zu fühlen bekam. Unglück stets lastet auf Cold Lair, über und unter der Erde. Jetzt aber hungert mich. Jagst du mit mir in der Morgendämmerung? Nein, Bagheera soll das Ding gleich sehen. Gute Jagd. Mowgli sprang davon, den schweren Ankus schwingend, von Zeit zu Zeit blieb er stehen, um ihn zu bewundern. Dann kam er an den Teil der Dschungel, wo Bagheera sich meist aufhielt. Er fand ihn saufend nach schwerem Töten. Mowgli erzählte ihm seine Abenteuer, wobei Bagheera ab und zu den Ankus beschnüffelte. Als Mowgli die letzten Worte der weißen Kobra wiederholte, schnurrte Bagheera zustimmend. Die weiße Haube sprach also zur Wahr? Fragte Mowgli hastig. In den Käfigen des Königs von Udipur kam ich zur Welt, und so weiß ich einiges von den Menschen. Viele würden dreimal in einer Nacht töten, nur um des einen großen roten Steins willen. Aber der dumme Stein macht das Ding nur schwer in der Hand. Mein scharfes Messer ist viel nützlicher, und sie, auch fressen kann man den roten Stein nicht. Warum also sollten sie töten um seinetwillen? Mowgli, geh hin und leg dich schlafen. Du hast unter Menschen gelebt und jetzt entsinne ich mich. Menschen töten nicht, um zu jagen. Nein, zum Vergnügen und aus Bosheit. Wach auf, Bagheera. Zu welchem Zweck diente denn das dornenspitzige Ding? Bagheera, sehr schläfrig, öffnete halb die Augen und boshaft glänzten sie. Die Menschen schufen es, um es in die Köpfe der Söhne Hathis zu stoßen, damit Blut herausfließt. Ich sah das oft in den Straßen von Udipur, vor unseren Käfigen. Das Ding da hat Blut von vielen Brüdern Hathis gekostet. Aber warum stechen sie die Köpfe von Elefanten? Um sie Menschengesetz zu lehren. Da sie weder Klauen noch Hauer haben, machen die Menschen solches mit ihnen und noch Schlimmeres. Blut und immer wieder Blut, wenn ich an Dinge gerate, die vom Menschenvolk geschaffen werden, sagte Mowgli angeekelt. Schwerer noch als zuvor schien ihm der Ankus. Wenn ich das gewusst hätte, würde ich ihn nicht mitgenommen haben. Erst war es Messuas Blut an den Stricken, nun ist es das Blut Hathis und seiner Kinder. Ich will nichts mehr damit zu schaffen haben. Schau her! Der Ankus flog blitzend im hohen Bogen durch die Luft und grub sich dann mit der Spitze in den Boden. 30 Meter entfernt unter den Bäumen.
Nun sind meine Hände frei vom Tod, sagte Mowgli und rieb seine Handflächen an der frischen, feuchten Erde. Die Haube sprach, Tod würde mir folgen. Alt ist sie, weiß und wirr. Weiß oder schwarz, Tod oder Leben, ich gehe jetzt schlafen, kleiner Bruder. Ich kann nicht die ganze Nacht durchjagen und dann den ganzen Tag heulen, wie manche Völker. Bagheera trabte fort nach einer ihm bekannten Jagdhöhle, die 2 Meilen entfernt lag. Mowgli suchte sich einen geeigneten Baum, knotete ein paar Schlingpflanzen zusammen und schaukelte in kürzerer Zeit, als sich's erzählen lässt, in einer Hängematte 50 Fuß über dem Boden. Er hatte keine ausgesprochene Abneigung gegen Tageslicht, dennoch befolgte er die Sitte seiner Freunde und vermied es so viel wie möglich. Als er von den vielstämmigen Lärm in den Bäumen hausenden Völker geweckt wurde, war es wiederum Zwielicht. Geträumt hatte er von den wundersamen Steinen, die er von sich geworfen. Wenigstens will ich mir das Ding noch einmal anschauen, sagte er und ließ sich an der Schlingpflanze auf den Boden gleiten. Bagheera aber stand bereits vor ihm. Mowgli hörte im Halbdunkel sein leises Fauchen. Entschuldigung. Fauchen und Fauchen, prima. Wo ist das dornenspitzige Ding? Rief Mowgli. Ein Mensch hat es mitgenommen. Hier ist noch seine Fährte. Nun werden wir sehen, ob die Haube die Wahrheit sprach. Wenn das spitze Ding der Tod ist, muss der Mensch sterben. Folgen wir ihm. Jagen wir erst, sagte Bagheera. Ein leerer Magen macht das Auge achtlos. Menschen gehen sehr langsam und die Dschungel ist feucht genug und auch die schwächste Spur sichtbar bleibt. So schnell ging es, schlugen sie eine Beute, aber es vergingen doch fast 3 Stunden, bis sie Mahl und Trank beendet hatten und der Fährte zu folgen begannen. Das Dschungelvolk weiß, da nichts wichtig genug ist, um sich beim Fressen zu überhasten. Glaubst du, dass das spitze Ding sich in der Menschenhand umdrehen und ihn töten wird? Fragte Mowgli. Die Haube sagte, es sei der Tod. Wir werden sehen, wenn wir ihn finden, gab Bagheera zurück und trottete mit seinem gesenkten Kopf dahin. Einzelfuß ist es. Er meinte, dass die Spur nur von einem Manne herrührte und das Gewicht des Dinges hat seine Fersen tief in den Boden gedrückt. Hei, das ist klar, wie ein Blitz in der Sommernacht, antwortete Mowgli. Sie fielen in den raschen, taktmäßigen Fährtentrab und folgten durch das wechselnde Mondlicht der Spur der 2 nackten Füße. Hier ist er schneller gelaufen, sagte Mowgli. Die Zehen stehen weit auseinander. Sie kamen nun über sumpfigen Grund. Warum ist er hier seitwärts abgebogen? Warte, sagte Bagheera und schwang sich mit seinem mächtigen Satz voraus, soweit er nur konnte. Sobald eine Fährte unklar wird, ist es zunächst notwendig, einen Sprung nach vorwärts zu machen, um von den eigenen verwirrenden Fußspuren freizukommen. Als Bagheera gelandet war, wandte er sich um und rief, »Hier kommt eine andere Fährte mit der ersten zusammen. Ein kleinerer Fuß ist die 2. Spur und die Zehen stehen einwärts.« Mowgli eilte hinzu und betrachtete die neue Spur. »Es ist der Fuß eines Gondjägers«, sagte er. »Sieh!« Hier schleifte er den Bogen über das Gras. Deshalb drehte die erste Fährte so schnell nach der Seite ab. Großer Fuß barg sich vor kleinem Fuß. »So ist es«, sagte Bagheera. »Wenn wir jetzt gemeinsam folgen, trüben wir die Zeichen. Jeder von uns nimmt eine Fährte auf. Ich bin großer Fuß, kleiner Bruder, und du bist kleiner Fuß, der Gond.« Bagheera sprang zurück auf die ursprüngliche Fährte und ließ Mowgli an der Kreuzung zurück. Der stand gebeugt über die sonderbare Spur der einwärts stehenden Zehen des kleinen wilden Mannes der Wälder. »Jetzt«, rief Bagheera, Schritt für Schritt an der Kette der Fußspuren entlangtretend. »Jetzt wende ich, großer Fuß, bis hier zur Seite. Jetzt verberge ich mich hinter einem Felsblock und verharre regungslos und wage nicht, meine Füße zu verschieben. Gib deine Fährte an, kleiner Bruder. Ich, kleiner Fuß, komme zu dem Felsen«, rief Mowgli, auf seiner Fährte laufend. Nun setze ich mich unter den Felsen nieder, stütze mich auf die rechte Hand und stelle den Bogen zwischen die Zehen. Lange warte ich so, denn tief ist hier die Spur meiner Füße. Auch ich, antwortete Bagheera, hinter den Felsen verborgen. Ich verharre den Knauf des dornenspitzen Dinges auf einen Stein gestützt. Es gleitet ab, hier ist eine Schramme auf dem Stein. Gib laut auf deiner Fährte, kleiner Bruder.
Ein, zwei dürre Zweige sind hier gebrochen und ein großer Ast, antwortete Mowgli gedämpft. Wie deutet sich das? Aha, nun ist alles klar. Ich, kleiner Fuß, gehe weg. Geräuschvoll, laut stampfend, damit großer Fuß mich hören möge. Schritt für Schritt bewegt sich Mowgli vom großen Felsen fort und seine Stimme schwoll an, als er sich einem kleinen Wasserfall näherte. Ich gehe weit weg, dorthin, wo rauschendes Wasser mein Geräusch verdeckt. Und hier warte ich. Künde deine Fährte, Bagheera, großer Fuß. Schon ein bisschen verwirrend.